Das sind Sie der. Das sollte ein großes Thema sein, Sie. Ja, aber jetzt kommt, ich rede um die Legalisierung von Cannabis. Ja, klar, also, ja. Da sind Sie ja der Fachmann, weil Sie auch auf diesem Sektor arbeiten, auch mit jungen Leuten. Und jetzt wird ja, steht ja im Koalitionspapier, auch er schon damals hat, als Kanzlerkandidat sich für die Legalisierung ausgesprochen. Wir wollen jetzt nicht über die Details mit den 20 Gramm und so weiter und Besitz und Verbreitung und Genuss reden. Aber die Frage ist, ist das der richtige Weg jetzt endlich oder sagen Sie, Vorsicht, warnen Sie? Also es geht schon damit los, dass Sie sagen, ein kleines Thema. Ich würde sagen, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und zwar deshalb, weil man, es geht überhaupt nicht ums Kiffen. Ja. Ja? Mhm. Vordergründig jetzt mal. Das ist gar nicht das Wichtige. Es geht um den Gebrauch eines der besten nachwachsenden Rohstoffe, den wir überhaupt zur Verfügung haben. Und dazu darf ich Ihnen kurz was einstreuen hier. Da schreibt einer, ich war geschockt, das würde ich jedem Politiker mal wünschen, dass er sich da mal wirklich informiert. Ich war geschockt, als ich verstand, dass ein Hektar Cannabis bis zu 120 Hektar Baumbestand für die Papierindustrie ersetzen kann, da Cannabis im Verhältnis zur Fläche viermal so viel Zellstoff liefert und 30 Mal schneller wächst. Doch wir fällen weiter Bäume zur Papierherstellung, ja, und killen unsere grüne Lunge. Und da gibt's jetzt, da gäb's jetzt so zig Beispiele, also ich könnte da einen stundenlangen Vortrag halten. Ich spreche Sie ja deswegen an, weil Sie zur sowohl Alkohol wie auch also so Drogenprävention, ja, an ich Schulen. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Passen Sie auf. Ich erkläre es mal so: In Deutschland saufen sich jedes Jahr im Schnitt 70.000 Menschen zu Tode. Mhm. 40.000 bis 60.000 Menschen infolge von exzessiven Medikamentenmissbrauchs, Schlaftabletten, Aufputschmittel, Beruhigungsmittel und so weiter, ja? Schmerzmittel. Und 120.000 infolge von exzessivem Nikotin. Genuss. Genuss. Ja? Cannabis ist weder toxisch, noch kann man es überdosieren, noch ist je ein Mensch daran gestorben. Das ist mal die grundsätzliche Sache schon. Ja? Und wie kann ich denn jetzt überhaupt immer noch hergehen, nachdem wir doch jetzt wissen, dass 80 Jahre lang wurde eine der besten Medizinalpflanzen, die es überhaupt gibt, die über Tausende von Jahren im Gebrauch war, plötzlich einfach, das waren die Amis damals, das ist eine lange Geschichte, ist sogar über den Rassismus gelaufen und so weiter, natürlich vordergründig geht es ums Geld und um Industrien und sowas, hat über eine aberwitzige, wirklich völlig idiotische Propaganda diese Pflanze verteufelt. Mhm. Ja? Und das steckt so in den Köpfen der Leuten drin. Ja? Und diese gängigen Sprüche wie, ja, das ist ja die Einstiegsdroge. Oder wie unser Herr Ministerpräsident kürzlich gesagt hat, ja, und was ist dann das Nächste? Crystal Meth. Mhm. Meth. Mhm. Ja? Crystal Meth hat er gesagt. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ja? Es gibt da schon negative Dinge. Zum Beispiel in den USA ist in den Ländern, wo Cannabis legalisiert ist, sind die Verkehrsunfälle unter Rauschmitteln deutlich höher als in den anderen. Na, na, bitte, doch, doch, bitte, bitte. Das ist statistisch also nachgewiesen. In Amerika spielt die größte Rolle die Opioide. Ja, okay, ja? Das ist nochmal. Und nach wie vor die Volksdroge Nummer eins ist Alkohol, ja? Und ist natürlich auch Nikotin und sowas. Ja. Gleichzeitig zum Beispiel Colorado hat als erstes Cannabis legalisiert. Was haben die gemacht mit den Steuereinnahmen davon? Die gehen alle ins Bildungs- und Gesundheitswesen. Ist doch super. Und das sind Milliarden mittlerweile. Ja? Und klären auf, meinst du? Und klären auf, entsprechend. Aber ist es nicht komisch, dass man was erlaubt und dann muss man wieder drüber aufklären? Nein, man muss deswegen drüber aufklären, weil natürlich jetzt über so lange Zeit diese Pflanze sozusagen im Besitz der organisierten Kriminalität war. Die haben natürlich etwas gemacht, was ja damals gar nicht der Fall war. Vor 15, 20, 25 Jahren hätte man wirklich guten Gewissen sagen können, Cannabis ist völlig harmlos. Heute kann ich das nicht mehr sagen, aber nur bezogen auf das, was auf der Straße den jungen Leuten verkauft wird. Ja, ja. Die haben ja mittlerweile Sachen gemacht in den Treibhäusern. Wenn diese Pflanze in der Blüte steht und sehr harzig und klebrig wird, dann sprühen diese Drecksäcke, muss ich jetzt schon ganz klar sagen, ja, zum Beispiel pulverisierten Bleistaub drüber. Warum? Schwer. Ja? Damit kann man kleinere Mengen schmuggeln, verkaufen, weil es ist ja schon schwerer. Ja? Und man betrügt aber natürlich den Konsumenten und doppelt. Und Sie sagen, bei einer Legalisierung würde das alles wegfallen?
Das geht nicht von heute auf morgen, das ist ganz klar. Mittlerweile gibt es Züchtungen, die haben 120 Mal so viel THC, als das früher, und jetzt sage ich mal Folgendes, sich der Chiemgau-Opa an Chiemgau-Brillant-Homegrown-Grasel reingezogen hat. Okay. Das Chiemgau war mal das größte Hanfanbaugebiet Deutschlands nach Mecklenburg-Vorpommern. Und ich weiß von meinen Nachbarn, ja, ich weiß von meinen eigenen Nachbarn, ich habe mit 90-jährigen Bauern gesprochen und sowas, die haben gesagt, freilich, im Vorgarten haben wir das Kraut gehabt. Ja, sehr gut. Jungbauer, warum, aber das ist die Frage an den Politiker, warum tut sich die Politik so schwer damit? Warum? Es klingt doch alles sehr plausibel, was er vorgetragen hat. Ja? Warum? Es kommt ja jetzt vielleicht auch mal was zustande. Herr Buschmann will ja einen Gesetzentwurf da vorbereiten. Ja, weil alle völlig hysterisch auf den Begriff Rauschmittel reagieren. Und damit das natürlich gesetzlich verbieten wollen. In Wirklichkeit ist darüber ja das Gegenteil entstanden, nämlich eine riesige Kriminalität. Und das ist das Wesentliche. Ich wusste vieles nicht, was Sie gesagt haben. Aber für mich ist die Entkriminalisierung der entscheidende Punkt, warum ich es freigeben würde. Okay. Portugal macht es uns seit fast zwei Dekaden vor. Ja? Da hat man sämtliche Drogen entkriminalisiert. Das heißt, der Konsument wird nicht mehr verfolgt, nicht mehr bestraft. Dort hat man sogar festgestellt, auch ein Heroinkranker, wenn er in der richtigen Dosierung und das saubere Zeug vom Arzt beziehen kann, kann er durchaus ein funktionstüchtiges Mitglied der Gesellschaft bleiben. Er wird nicht in die Beschaffungskriminalität getrieben. Also Mitglieder der CSU-Landesregierung verfolgen diese Sendung sehr aufmerksam. Das hoffe ich. Ich nehme an, dass Ihre Worte Gehör finden, bitte, unmittelbar in Politik umgesetzt werden. Bitte die Politiker, sich endlich mal vernünftig zu informieren. Ja. Da gibt es im Internet gibt's zig Sendungen drüber und Aufstellungen und sowas. Okay. Man kann Cannabis, also die Pflanze Hanf, auf so vielfältige Art und Weise einsetzen. Und wie gesagt, wenn wir heute von Nachhaltigkeit und von Energiewirtschaft sprechen. Henry Ford hat 1938 ein Auto gebaut. Die Chassis aus Hanf-Kunststoff. Treibstoff Hanf-Diesel. Schwefel- und bleifrei. Ja. Völlig sauberer Diesel. Dann hat er eine Pressevorführung gemacht. Ja? Und dann hat er müssen Sie nur sagen, dass Sie auch zum Heizen nehmen können. Oder so. Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Ja. In Österreich werden Häuser gebaut aus Hanfziegeln und so weiter. Ja? Und diese Karosserie, da hat er einen Vorschlaghanger genommen und hat da mal draufgehauen. Da war nicht mal eine Delle drin. Okay. Und der ganze Plastikmüll, der heute in den Meeren rumschwimmt, das hätte man alles aus Hanf machen können. Man kann aus Hanf Kunststoff machen, aber biologisch komplett abbaubar. Okay. Also es ist eigentlich Irrsinn. Ne? Freude und Ärger ist unsere letzte Umfrage. Stellt die CSU den Landwirtschaftsminister hier in Bayern? Ja. Ja, der hat doch jetzt zugehört, oder? Ja, eine Dame ist das. Eine Dame. Frau Kaniba. Also,